Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück bei den Siedlern 4 in der Hauptkampagne gegen das dunkle Volk, Mission 9. Und in der letzten Aufnahmefolge, wie auch immer, haben wir ja hier unseren Landeplatz entdeckt, unseren ersten. Und den müssen wir jetzt erst so ein bisschen mit Kriegsschiffen freisprengen. Was wir dafür auch brauchen werden, sind ein paar Fähren. Bau vielleicht mal gleich mal 5 und bau du mir vielleicht noch 2 Kriegsschiffe und 3 Fähren. Dann haben wir, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall eine gute Produktion beieinander. Wir brauchen jetzt dann auch eigentlich Ritter. Wisst ihr nicht, warum ich jetzt noch warten sollte? Gold haben wir hier eh nicht. Also, bam. Blasrohrschützen, scheiß drauf. Produziert jetzt einfach. Macht die Lager leer. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend könnten wir auch wieder 2 neue große Wohnhäuser setzen. Fangen wir mal am besten hier drüben an. So. Und dann ziehen wir die nächste Reihe runter. Wie schaut's denn hier drüben aus? Haben wir jetzt langsam mal endlich alles eingenommen? Nicht wirklich, ja? So, dann du hier hin und du hier unten. Geht's da jetzt weiter? Ja, so ein bisschen. Okay, warum nicht? Da wären dann auch noch mal ein paar Steine. Holzfäller, du konzentrierst dich jetzt bitte vor deiner Haustür auf die Bretter. Und was machst du? Du bist hier. Habe ich noch hier hinten einstehen? Ja, okay. Du hast jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, ne? Aber ein bisschen was noch. Okay, meine Pioniere, die, ihr habt eigentlich mal das Wichtigste getan. Macht jetzt weiter, dass die Insel erschlossen wird. So. Soweit der Plan, ne? Du bleibst auf dem Berg, du bleibst auf dem Berg. Wir kriegen hier noch ein bisschen Eisen und Kohle und die werden wir auch brauchen. Ich weiß nicht, wie lange die Minen hier noch halten. Eher nicht mehr so bombastisch, ne? Es ist jede Menge Essen drin. Ich produziere aber noch, ne? Ich laufe noch nicht voll. Noch beim Fleisch, da laufe ich voll, klar. Eine Eisenmine, das ist ja nicht so viel. So, und militärmäßig müssten wir jetzt erstmal Gelb überholt haben. Und Gelb ist auch der hier, der gute Mann. Blau wird stärker, Grün produziert auch nichts. Okay, und wir schießen hier ein bisschen auf die Schiffe. Das bringt wohl nur leider nichts. Naja. Gut. Wir könnten ja noch ein paar Aussichtstürme bauen. Muhaha. Oder auch nicht. Hier oben hätte ich gerne einen. Was wir mal tun könnten. Wobei, brauche ich hier noch. Was haben wir denn? 15, 15. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich baue hier nicht mehr so viel. Das meiste ist hier getan. Ihr müsst hier einfach nur noch produzieren. Gott, oh Gott, Steine, alles haben wir im Überschuss. Werkzeug einlagern, okay. Dann dürfte hier von mir aus auch noch Nahrung einlagern. Und mehr können wir ja auf dieser Insel eh nicht tun. Also müssen wir gucken, dass wir sie jetzt bald verlassen. Aber so wirklich Waffen hatten wir ja dann auch nicht, ne? Es fehlt jetzt schon an Kohle. Wir müssen gucken, dass wir da rüberkommen. Und zwar ziemlich zügig. Hallo? Auf geht's. Ich brauche diesen Berg jetzt. Alles andere ist noch nice to have. Und warum kommt ihr jetzt nicht? Ah, nicht mehr dies voll. Okay, also ich habe gedacht, wir würden jetzt viel, viel, viel mehr Ritter kriegen auf einen Schlag. Aber irgendwie hält sich das sehr an Grenzen. Naja, Hauptsache ich habe ein Bier heute wieder. Haha, kann nicht schief gehen. Folgen wir eigentlich immer noch unsere Jagdhütte? Na, der kann da nichts mehr zu tun haben. Fleisch ist aber auch nicht das Problem, ne? So. Du hast mich dann bald überstanden. Baut ihr hier fleißig? Warum passiert hier nichts? Muss da noch einmal draufgehämmert werden oder ist es ein Bug?
Oh, ich befürchte, das Allerschlimmste, da fehlt halt Eisen, ne? Kohle geht auch hier rein. Aber Munition haben wir auch nicht wirklich auf Vorrat. Das ist halt hier unten. Auch nicht mehr. Warum wird das eigentlich nicht ausgelagert? Kackschwefel. Tja. Hier liegen doch sogar Eisenbarren. Warum holt die keiner? Ach halt, in der Schmelze liegen keine. Okay, kapiert. Tja, was können wir tun? Wenn wir wenigstens 2 Goldbarren hätten, könnte man einen Tempel bauen und vielleicht Wüste selber irgendwie craften. Nenne ich einfach mal so. Und hier können wir jetzt einen Turm bauen. Und ihr macht deshalb woanders weiter. Hier außen zum Beispiel, wenn ihr eh in den Turm reinkommt, könnt ihr euch die Arbeit sparen. Keine... Oh, wo kommen denn die ganzen Hasen her? Keine Steine mehr, okay. Sehe ich ein. Du kriegst aber ein neues Zuhause demnächst. Hier könnten wir doch schon mal hinsetzen. So. Der Holzfäller hat... Naja, komm, den einen Baum noch. Eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, wollte ich sagen. Und wie viele Rittern haben wir jetzt? Das ist überraschend wenig, ne? Wir brauchen auch halt jetzt ein paar Eisenbahnen für die Schiffe. Das wäre jetzt ja fast wichtiger. Da sollte ich vielleicht... Die Waffenschmieden stoppen? Ist das schlau? Ich mach das mal. Ich stelle mal alles ein. Auch die Werkzeugproduktion. Macht mit den Eisenbarren was anderes. Bringt es mal zu den Schiffwerften hoch. Das wäre mir jetzt fast mal wichtiger gerade, damit es einfach mal weitergeht. Oh ja, und ich hatte doch irgendwie Nahrung, Überschuss. Okay. Siedler haben wir auch genug. Und das erhöht die Angriffsstärke. Oh, immer nur um 1%. Naja. Na, Feuer frei. Ach komm. Wie viel hält denn das? Ja, gut, wenn das jetzt T3 Bogenschützen wären, ne? Ich glaube halt, da kommen immer neue Schiffe, ne? Ah, blöd. Und das hier ist ganz komisch. Aber der steht auch hier so rum. Ist doch fertig. Nee, da fehlt noch ein Pixel. Okay, stimmt. Hier fehlt auch noch ein Pixel. Tja, blöd. Aber hier kommt Eisen. Und hier kommt jetzt auch Eisen. Also los. Und hier jetzt auch ein bisschen Munition. Okay, an den Eisenbahnen, den musst du jetzt hier noch irgendwo reinrammen, ne? So. Prima. Munition tanken, los. Du kannst auch fertig machen. Kannst du eigentlich auch aus dem Lager direkt? Ich glaube schon, ne? So, Fähre 1. Können wir eigentlich beladen direkt? Aufsitzen. Okay, dann macht mal weiter. Wir brauchen jetzt dringendes Eisen. Kommt schon, Leute. Geht da noch was? Nein. Ah, es ist doof. Aber hier könnte schon mal einer rüberlaufen, weil das wird fertig. Und dann sind wir auch am Berg. Zumindest mal für Kohle. Ach, Kohle ist auch wichtiger gerade. Und dann sollten wir eigentlich hier drüben auch nochmal irgendwie eine Produktion aufziehen. Dafür bräuchten wir dann irgendwo hier nochmal einen Holzfäller. Und du kannst dich eh verabschieden. Tschüss.
So. Ihr produziert ja auch ein bisschen. Okay. Okay. So, Kohle erreicht. Auf geht's. Jetzt haben wir natürlich keine Spitzhacken. Da geht's dann gerade schon wieder weiter. 1, 2, 3. Was? Fähre, Kriegsschiff. Ja, alles gut. Okay, du da hoch. Und du da runter. Du bist voll. Kannst du auch mal hochkommen. So. Wir schmeißen wieder die Werkzeugschmiede an und sagen, wir brauchen 3 Spitzhacken. Können wir weiter expandieren? Jawohl. Auf geht's, Mädels. Da haben wir Eisen. Hier haben wir, kriegen wir nochmal 2 Kohlebergwerke hin, die wir auch brauchen werden. Ganz klar. Und ihr macht jetzt bitte hier unten fertig. Dann passt das schon. Und mit 3 Kriegsschiffen komme ich nicht weiter, brauchen wir noch ein paar mehr. So, und ihr seht schon, ich muss jede Menge Schiffe bauen und das ist natürlich ultra gefährlich. Absturztechnisch, ja. Wobei, ich glaube, es liegt ja eigentlich nur am Hafengebäude. Solange ich das nicht baue. Nur hier mit Werftenhand hier. Aber wie bringe ich später das Gold runter? Ich müsste dann... Vorausgesetzt, da ist Gold. Ich müsste dann 2 autarke Produktionen laufen lassen. Und hier könnte ich nur primitive Pfeifen und so. Geht mal vielleicht alle hier auf den Haufen. Produziert schon in beiden, ja. Okay. Und haben wir, welche Taste sind eigentlich Statistiken? Die nicht. Z. Okay, keine Ahnung. Tja, wir haben aber nur Gelbe überholt mit der Aktion. Ich brauche dringend Kohle. Schaut, dass jetzt darüber kommt. Und mein Nahrungsprodukt ist halt alles auf diese 3 Minen hier ausgelegt. Ne? Das war gut und jetzt ist es eher so shit. Ein Schiff möchte beladen werden. Auf geht's. Und eigentlich könnte ich euch auch alle mal da runterholen. Es sei denn, hier wäre was Befördertes drin. Ja, du musst natürlich mit in den Kampf. Dann bleib halt du hier. So, und wir hier den nächsten. Und so, okay. 13, 14, 15. Alles klar, darfst du da hoch. Und Militär darf wieder hier runter. Du darfst auch da hoch. Und du darfst hier runter. So, jetzt haben wir eigentlich mal genug Schiffe, um ein bisschen was zu testen. Daher tue ich jetzt wieder die Waffenschmieden anschmeißen. In der Hoffnung, dass ich auch Spitzhacken gekriegt habe. Nö, habe ich nicht. Dann mache ich euch eigentlich gerade wieder aus. Denn die Eisenbahn bittet dann eher... Ja. Ich traue mich gar nicht mehr, die Verteilung anzugucken. Tja, es fehlt eine Spitzhacke. Ach, nee. So, du bleibst mal hier. Und das nächste Schiff ist fertig. Okay. Halt. Nicht beim Beladen die zufahren. Hör auf. Och, das ist so gefährlich. So, jetzt kannst du da hochfahren und du da runterfahren. Und du ans Schießbudenlager. Und ja, jetzt wartet. Oh je. Oh je. 3 Jahre später. So, jetzt haben wir aber erst 15 Ritter dabei. Das ist...
Nett gemeint, aber nicht gut. Angriffsstärke 78%, ja. Ganz nett. Mehr aber auch nicht. So. Bist du auch eine T2-Einheit? Natürlich. Dann geh mal. Und wo sind meine 5 Pioniere? Ihr macht dann mal da oben weiter. Fehlt eine Spitzhacke. Kriegsschiff fertiggestellt. Yo. Gut so. Aber bitte jetzt produziert, bitte. Dann auch mal. Oh, es fehlt einfach alles. Naja, weiter. Kohlemine. Kohlemine. Und dann halt auch noch Eisen. 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 Und dann ist auch gut. Also nochmal 5 Spitzhacken. So. Meine Kriegsschiffe, die machen wir jetzt mal in der Gruppe. Und dann gucken wir mal, dass wir wenigstens mal die wegschießen, die da gestanden sind. Da war hier und hier oben einer. Ich hoffe, mit 5 geht was. Schauen wir mal. So, und jetzt kriege ich nicht mehr die Fähre beladen. Das ist... Ja, also du produzierst dann noch ein Schiff, du noch 2, die ist halt dann mal durch. Und du, dich habe ich auch von endlich mit Kriegsschiffe gestellt, gell? Mhm. Okay. Und an diesem Punkt sollte ich jetzt immer speichern. So. Attacke. Fahrt mal hier hin. Ach nee, ich weiß, dass mir Spitzhacken fehlen. Danke. Ich müsste jetzt halt auch mal hergehen und eben mal die Produktion bei meinen Schiffwerften stoppen. Machen wir auch. Damit jetzt alles in die Werkzeugschmieden geht, dass diese blöden Spitzhacken jetzt gebaut werden. Come on. So. Dann stecht mal in See. Irgendwo hier stand einer. Dachte ich. Hier hat es doch meine Fähre zerlegt. Aha. Angriff. Aber bitte so, dass ihr euch nicht... Ja, komm, bleibt mal weg. Damit ihr auch in Ruhe schießen könnt. Bleibt ihr mal weg. Sicher ist sicher. Weil wenn der jetzt hier reinfährt, nur um mitzuschießen, dann kann der, der berührt wird, wieder nicht schießen. Das ist dann unter Umständen blöde. Weil die KI so dämlich ist. Also die eigene Schiffs-KI. Du kannst mal hier an Land gehen. Und du kriegst du jetzt... Hat keine Bäume mehr. Interessant. Du bist eher der, der keine Bäume mehr hat, oder? Hier. Und was habe ich dir von Auftrag gegeben? Guckst du mal hier rein. Du bist durch mit der Aktion. Okay, du kannst dann mal hier hinten den besetzen gehen. Aber an sich haben wir jetzt alles erschlossen, was wir brauchen. Und jede Menge Platz. So, und da das jetzt nicht mehr so wichtig ist, ob ihr das da oben jetzt schnell fertig baut, können wir die nächsten 2 großen Wohnhäuser setzen. Und ich krieg ja jetzt meine... So, du kannst auch hier zurück. Ich brauche keine Gebäude mehr hier, also keine Militärgebäude mehr. Ich krieg jetzt auch meine Spitzhacken, oder? 6. Eine habt ihr gebaut. Wo ist denn das ganze Eisen? War hier keins mehr. Oh, ey, wie oberätzend. Ehrlich.
So. Hier hätte ich gerne einen Aussichtsturm und hier hätte ich auch gerne einen Holzfäller. So. Hier kann ich schaufeln, aus euch kann ich Hämmer raus und Spitzhacken. Ihr werdet doch jetzt wohl irgendwo mal da Kohle herschaffen. Warte mal, du verbrauchst auch Kohle. Dich muss ich auch stoppen. Pulverhaus. Buff. Aber einer wurde doch jetzt besetzt, oder? Da läuft doch bestimmt einer. Kommt schon. Der besitzt dann bestimmt eine Eisenmine oder so. Naja, gucken wir mal, wo das andere Schiff stand. Kann man nicht seine Schiffe irgendwo reparieren lassen in der Werft? Können wir mal ausprobieren. In dem Fall... Du hier schießen. Du hältst natürlich alle jetzt auf. Und du fährst mal schnell daneben. Bleib da. Helf schießen, komm. Feuer. Und jetzt passiert genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ihr schießt alle nicht mehr, ne? Ja, gut. Versenkt. Was soll's. Und da ist das nächste. Attacke. Ich werde eh einen Haufen Schiffe selber verlieren. Geht halt nicht anders. So, den Turm will ich gar nicht wegschießen da oben. Ich will das einnehmen. Seid ihr befördert? Ich glaube nicht. Wenn ich wüsste, ob 15 Ritter reichen, also das ist sehr unwahrscheinlich. Hallo Leute. Ist das so eine Hufeiseninsel? Ist das hier eine Bucht? Spitzhacke, jetzt müsste doch mal... Jawohl, einer besetzt sein. Ganz langsam läuft's. Aber du produzierst doch bestimmt schon... Da raucht's doch. Komm. Da ist wieder die nächste Spitzhacke rausgekommen. Und ihr schaufelt jetzt mal Nahrung da hoch. Im Idealfall Brot. Was? Sie werden angegriffen? Okay. Okay, gut. Genug gesehen. Fahrt dann bitte wieder zurück. Ja, 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 ja. Jetzt mache ich das genauso dämlich. Aber das tut dem Schiff halt echt nicht wirklich weh, ne? So. Spitzhacken, Baby. Come on. Da geht wieder eine. Noch 5 oder 4. Und hier könnte ich ja schon Kohle abtransportieren. Sehr gut. Du holst ja die Steine. Steinmetztechnisch könnten wir hier unten noch einbauen. Du kümmerst dich hier um die Bäume. Okay. Lustigerweise habe ich Holz gar nicht so arg auf Vorrat. Ne, die großen Wohnhäuser, die hauen halt auch rein. Aber die tendenziell kosten sie ja mehr Steine. Wir finden eine Spitzhacke. Ja, toll. Solange das nicht durch ist, kann ich nicht weiter Ritter produzieren. So, ihr bringt Fisch hoch. Warum Fisch? Ah ja, komm, Hauptsache Futter. Ihr produziert eh schon durch. Ihr seid am Ende, ne? Ihr seid durch. 0, 0, 0. Also gerade die Kohle. Da kommt nur noch ganz, ganz selten was raus. Ich könnte sie eigentlich abreißen, ne? Will ich aber nicht, weil ab und zu kommt noch mal was raus. Dann hätte ich nämlich 2 Spitzhacken. Egal.
Jetzt sind ja schon zwei besetzt, also Kohle holen. Kohle, da oben ist auch eine besetzt, sehr schön. Weiter geht's. Die Eisen sind mal furchtbar egal. Kommt schon. Ich find's aber krass, wie man allgemein den Siedler mit einer Eisenmine, wie weit man da kommt. Also wenn die viele Fähnchen mit Eisen sind und man halt gut eine setzen kann, die hält ewig. Aber Kohle kann man nie genug haben. Das ist echt heftig. So. Ich bin so doof. Ich habe hier doch ganz viele Krieger stehen. Ich bin echt doof. Komm, wir verladen jetzt mal die ganzen Bogenschützen. Das bringt doch eh nichts, was ich hier mache. Dann gucken wir uns das dann mit Türmchen an. Wenn wir die dann drüben haben, können wir auch kämpfen. So machen wir das. So, ihr drei, ihr könnt schon mal einsteigen. Da haben wir wenigstens ein bisschen T2 dabei. Ja, wie schaut's denn aus, spitzhackentechnisch? Noch drei, gut. Dann sollte ja jetzt kohletechnisch alles besetzt sein. Vielleicht. Ah, ist ärgerlich, ne? Das hält jetzt wieder unnötig auf. Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen doch nicht wieder 13 Folgen wie bei Alles, was glitzert, Baby. Oder doch? Steht der da eigentlich gut? Ist das hier die gleiche Insel? Ich denke mal, die Patrouille geht genau hier durch. Hundertprozentig. Die geskriptete Patrouille. Und wir haben hier keine Gegenwehr, also könnt ihr ja schon mal weiterfahren. Wir haben die Zeit. Warum denn nicht? So, Hauptsache du produzierst und du produzierst jetzt auch ein bisschen und jetzt bist du dann durch. Sehr schön. Das heißt, wir schmeißen jetzt wieder die Waffenschmieden an. Ignorieren mal noch die Boote. Da haben wir genug. Wenn wir 5 voll kriegen, bin ich ja schon zufrieden. Und irgendwoher kommen Ritter, ne? Wo kommt denn der immer her? Irgendwo produziere ich eh Waffen. Irgendwo war wohl ein Stopp nicht wirklich drin. So. Habe ich kein Holz mehr? Angriffsstärke 82%. Ja, das gefällt mir jetzt schon sogar. Wollt ihr mal einsteigen? Wie viel sind's? Da sind schon 6 drin. Wie viel kommen da noch? Keine Ahnung. Mal, ihr seid 14. Ihr könnt mal da oben einsteigen. Mit Nummer 15. Und hier sind's 10. Okay. Und jetzt 14. Noch irgendwo einen vergessen? So. Keinen kann ich mehr anwählen. Fehlt im Prinzip ein Ritter, da können wir auch drauf verzichten. Gut. Gut, gut, gut. Hier ist auch alles mit Nahrung vollgestopft. Sind jetzt hier halt erstmal weite Wege, aber das ist egal. Also ist mir erstmal egal. Ich muss das hier nicht optimieren. Die Insel ist eh scheiße. Ihr könnt schon mal hier rausfahren.
Ihr seid auch voll, ihr könnt auch rausfahren und ihr seid auch fertig, ihr könnt auch los. Also, die nächste Flotte unterwegs. Ab geht's. Ab geht's, ab geht's. Und die Folge ist rum. Naja, das ist ja schade. Ich habe gedacht, wir erreichen mehr in der Folge. Immerhin haben wir's. Laufen wir jetzt aus in den Krieg. So. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und das ist dann schon wieder der fünfte Part. Ja, meine Fresse. In diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao.